Hallo, hier ist The Banana Phone und wir machen FIFA, also ich mache FIFA-Videos, aber heute mache ich ihn together mit meinem Freund. Und wir machen Manager-Modus und gucken uns mal an, was wir für ein Team nehmen und so. Und werden mal sehen, wie das wird. Ja, vielleicht stellt sich mal vor. Jo, hi, ich bin Dennis und ja, ich sitze hier rum und gucken ein bisschen zu. Das war echt nice gerade. Ich selbst kann leider nicht mitspielen, da wir nur einen Controller am PC haben. Normal spielen wir an der PS3, aber ja, lässt sich halt nicht ändern. Ist egal. Ist halt dann so, ne? Ja, ich kommentiere dann halt ein bisschen. Genau. Und wir reden so ein bisschen zusammen über Themen, die ihr übrigens auch dann in die Kommentare reinschreiben könnt. Zum Beispiel, was ist besser, PS3 oder Xbox, in Klammern PS3. Und sowas, ja, das könnt ihr natürlich reinschreiben. Wir antworten dann gerne sowas und ja, dann legen wir mal los. Spielmodus, Karrieremodus neu. Nein, nicht off. Okay, Manager-Modus. So. Wen nehmen wir denn noch? Kaiserslautern, Köln. Nee, Köln bloß nicht. Oh, Köln. Nichts gegen die Stadt Köln, die ist geil. Allein schon wegen Gamescom und nein, allgemein auch so. Aber der Verein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Da platzen mir wieder die Adern, ey. Okay. Dortmund ist überpowered. Gladbach? Ja. Nein, über Gladbach. Spielschwierigkeit Weltklasse. 4 Minuten. Ja, 4 Minuten als CPU-Spiel, nein. Und weiter muss. Ja. Das ist egal, dann machen wir Feldklasse und weiter. So. Dann gucken wir uns mal gleich unsere Mannschaft an. Und werden mal gucken, was wir alles so haben. Okay. Einen neuen Kart. Gladbach. Oh mein Gott, gegen Barcelona, ey. Das wird ja mein Schützenfest. Ach, für die anderen. Das wird doch einfach. Das gewinnen wir so klar. Ja, genau. Auf Weltklasse. Ich würde mal sagen, 5-0 gegen Wir haben gewonnen. Eigentlich wollte ich mir ein rechtes Mittelfeld holen, aber Reus ist einfach geil. Die Camargo, Hanke. Da haben wir doch schnellere. Die haben noch Bobadilla haben wir. Hermann haben wir. Das ist ein rechtes Mittelfeld. Da haben wir Reus. Den können wir aber reintun für Reus. Dann Marx nehmen. Nee, den brauchen wir nicht. King finde ich ganz cool eigentlich. Der ist ziemlich gut. Nee. Doch, der ist echt gut. Ja, aber der hat's nicht. Der hat's aber drauf. Guck dir mal, Lecky. Alter, die sind ja voll schnell. Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Ja, das ist ein bisschen überpowered. So. Ja, bei FIFA wird eh alles besser gewertet, obwohl es normal Noob-like ist. Ja. Das ist ein bisschen doof. Er spielt zu viel Manager, deswegen ist das so wahrscheinlich. Ja, dort ist es realer. Dann die Spieler. Ja, das stimmt schon. Ja, also neue Spieler, finde ich, brauchen wir eigentlich gar nicht. Die haben eigentlich alles und außerdem für das Geld, was wir momentan haben, jetzt kriegen wir ein Angebot von Bordeaux. Spielchen? Ich kenne Französisch, eigentlich nicht, aber das weiß man einfach. Ja, für das Geld, was wir haben, da kann man sich einfach nichts Gutes kaufen und deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal. Wir haben keine Skiller, wir haben nichts, das ist ein bisschen scheiße, aber es irgendwie wird das schon, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir erstmal gegen Barca spielen. Okay, ist Partie über die Spiel. Gut. So, und ja. Dann. Oh, ich finde das. Was ist das Auswärtstrikot? Ja, das finde ich voll geil von den. Von Gladbach. Gladbach ist allgemein eine gute Mannschaft, finde ich. Hat unglücklich in der Champions League verloren. Ich fand's cool, dass sie in der Bundesliga gewonnen haben gegen Hoffenheim. Ein schönes Freistoßtor von Arango und ein schöner Freistoß auf Hanke, der dann das Kopfballtor gemacht hat. Allgemein fand ich dieses nicht so gut. Ich fand das Spiel Bremen gegen Dortmund ganz gut. Die haben schön Fußball gezeigt, beide. Obwohl Dortmund eben, es ist einfach eine Stufe höher. Das merkt man dann eben halt auch. Haben eben auch gewonnen. Ich hab's rausgegönnt, dass er das Tor geschossen hat und Götze. Was ich cool fand, den Trainer, also dass sich die Trainer beim Freiburg und Mainz so aufgeregt haben, Tuchel und der andere, den kenne ich jetzt nicht so genau, den Namen. Das fand ich ziemlich lustig.
Ja, was gibt's noch so zu sagen? Eigentlich nichts, sonst. Geht's los. Was hast du denn? Ja, jetzt geht's los. Janschke am Ball. Er spielt zu Reus. Reus passt super bei dir. Das ist, und ja. Das ist oh. Ein bisschen Krüppel, was ich mache, aber wir machen sie alle fertig. Oh mein Gott. Schlecht. Gegen Barcelona, ey. Barcelona, ey. Das wird ja echt was hier. Komm. Oh, oh, wer ist das? Nein, den habe ich bei meinem Ultimate Team Gold Team. Ich habe verschiedene Teams. Ich habe Bronze und Gold Team. Oh mein Gott, ich werde hier so gerade weggeskillt, ey. Nein, es gilt nicht, aber... Nein! Nein, David Villa, ey. Scheiße, ey. Da, ja, da sieht man mal die Klasse. Scheiße, ich spiele ja wirklich Halbprofi-Profi, aber... ja, das sieht man dann eben auch leider. Die Camaro am Ball. Ah, schade. Egal. Was glaubt ihr eigentlich? Glaubt ihr, dass Javi Martinez noch wechselt zu Bayern oder ob er nicht wechselt? Ich glaube, nein, der ist nicht gewechselt. Nein, ist er nicht. Der hat noch nicht gewechselt. Bilbao hat doch gerade alles abgesagt. Der ist noch nicht da. Oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Also ich bin der Meinung, ich habe das ja heute noch in der Sportshow gesehen letztens, da meinten die Bayern-Trainer noch, ja, wir versuchen alles Mögliche zu machen, aber es liegt nicht mehr an unserer Hand. Es liegt jetzt nur noch im Bilbao. Also ich bin der Meinung, dass Bilbao abgesagt hat. Also ich weiß nicht, was Dennis jetzt hier hat und das auch so heimlich sagt. Er muss es einfach sagen, wenn er was sagen will. Ich bin der Meinung, er war ja schon beim Medizinstecken. Oh, Scheiße! Hat ihn auch bestanden und er hat auch schon mittrainiert. Also meiner Meinung nach spielt er schon die ganze Zeit bei Bayern jetzt und Bilbao hat nicht mehr abgesagt. Das ist jetzt einfach noch Heimlichtuerei. Und ja, so würde ich das sehen, bin ich auch der Meinung. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich finde allgemein die Bilbao, die Mannschaft ganz gut. Das ist cool. Was soll man dazu sagen? Wie heißt dieser eine noch? Der rechts außen, dieser Flügel. Oh, scheiße, mir fällt der Name jetzt nicht auf. Lunain, genau. Der und Llorente, die sind natürlich schon gute Spieler, die sie da haben. Alles Basken, ne? Nicht Basken, wie heißen die denn jetzt? Weiß ich jetzt auch nicht, ist jetzt auch egal. Ja. Also, ich spiele ganz gerne Fußball, also FIFA. Eigentlich auch live als Hobby, das ist unser Hobby von uns beiden. Und das war jetzt ein Fail-Pass. Ich zocke eigentlich auch gerne Ultimate Team oder Mann gegen Mann Saison oder so, aber beim Ultimate Team zocke ich eigentlich gerne nur mit Bronzespielern, weil irgendwie mit den Goldspielern, ich weiß nicht, entweder sind die Gegner zu stark oder ich kann damit einfach nicht umgehen, ich weiß es einfach nicht. Es ist irgendwie komisch. Manager-Modus spiele ich auch manchmal, aber das wird mir so ein bisschen langweilig, deswegen machen wir das eigentlich auch Together. Ich mache da zwar auch noch ein Einzel von, ein Let's Play Together, da wird wahrscheinlich morgen noch eine Folge rauskommen, ich bin mir noch nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich. Und ja, dann werden wir sehen, ne? Jetzt kommt Janschke. Mit dem Dreher hier. Aber boah, der ist eigentlich ziemlich schnell. Nee, das wird er nicht gewinnen. Was war das denn? Was war das denn? Das Gummipass hoch 5, ey. Wuff, wuff. Ich bin schlecht. Was? Ach komm, nö. Nö. Nein. Ach komm schon. Ich würde mal sagen, verkackt. Ja, gegen Barca, komm. Hast du gesehen, wie ich ihn ausgetrickst habe? Das ja. War mein Übersteiger like Camargo. De Camargo. Also like Fail. Was sind eigentlich so deine Lieblingsspiele? Meine? Ja. League of Legends. Nein, Spieler von FIFA. Ach, Spieler von FIFA. Fair. Ja, von FIFA. Wen spielst du denn gerne? Ja, mal gucken. Ich bin gerade am überlegen, also schon Song gehen. Er kann ganz gut schießen. Ist auch technisch versiert ein bisschen. Also allgemein auch die HSV-Mannschaft, ich kann mit der ganz gut spielen, da ich HSV auch mag. Aber auf jeden Fall mit HSV bin ich wesentlich besser als mit anderen Mannschaften, die ein bisschen besser sind, Mailand oder so. Mit denen kann ich eigentlich gar nicht so gut. Mit denen kann ich eher umgehen. Ja, spiele ich schon lieber mit HSV, mit denen kann ich besser spielen. Aber also ich spiele gerne mit Portugal. Allein schon wegen den Skillern, mit Nani, Cristiano Ronaldo und diesen
mit V, wie heißt der jetzt, Valera oder weil, ich weiß nicht, wie der heißt, ist jetzt auch egal. Oder auch den Stürmer. Oh, mir fallen die Namen nicht Ja. auf. Ja, genau. Nein, nicht den. Nein, Virginia ist der mit V. Den meine ich immer nicht. Ist mir egal. Dann, ja, ich mag gerne mit Skillern spielen. Ich kann ein paar Tricks auch, aber irgendwie haben die hier gar keine Skiller. Die Camaro, ey, Alter. Das sagt ja schon alles aus. Bombardier. Ein Distanzschuss jetzt, oder doch nicht? Ach Leute, kommt schon, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Und auch nicht alles sein. Das ist doch echt scheiße. Die Scheiße, ey. Die Scheiße vom Dom. Ist scheiße. Oh nein, das gilt er mich hier aus, ey. Ausgehen. Das gilt er mich hier aus, ja genau. Ja, okay, gegen Barca, ne? Das ist ja. Oh, das sind hier Fehler, die mir unterlaufen, ey. Das darf nicht. Oh nein, und ich bin so am Arsch. Also was ihr jetzt gerade sieht, das ist echt unterste Sau und ziemlich scheiße schlecht. Aber das wird sich verbessern. Hoffe ich mal. Ich würde mal sagen, Grande Verkacktheit. Ja. Wieso Grande? Keine Ahnung, wie es sich so gehört. Keine Ahnung. Egal. Ja. Leider waren wir nicht auf der Gamescom, die ja war. Wir wohnen in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg. Und ja, Köln ist eben schon eine Ecke weg. Vielleicht versuchen wir nächstes Jahr hinzukommen. Weiß, wissen wir noch nicht. Ich würde auch allein schon wegen FIFA 13 wollte ich da gerne hin. Aber ist dann halt so. Alter, was machen die eigentlich für Distanzschüsse, ey? Das regt mich schon wieder auf. Gott. Aus der dritten Reihe und dann ballern die da das Ding rein, ey. Gott. Schießen Tor, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Ja, das will ich ja. Aber das ist ja ein bisschen. Barca. Barca. Ich habe bei meiner FM-Karriere ein Freundschaftsspiel gegen Barca gehabt mit einer jetzigen Zweitligamannschaft, früher Fünftligamannschaft, Das namens ist auch so. Gotha. Gotha. Ja, ich lag 2-0 hinten gegen Barcelona und dann stand es am Ende 3-3. Das hat mich so gefreut. Ja, das hätte ich auch. Ja. Alles schon wegen Gotha. Ja, ich hatte einen Kooperationsvertrag mit denen. Und ja, da stand der Vertrag halt drin, einmal pro Saison Freundschaftsspiel. Oh, der war doch durchgegangen und wieso bleibt er denn? Ah. Erstes Mal war halt, habe ich 6-1 gegen Barcelona verloren und gleich zweite Saison 3-3. Hab mich schon ziemlich gefreut, war. Aber ja. Ja, also was wollen wir noch sagen? Also wir mögen, ich weiß, wir mögen Fußball eben. Was mögen wir noch für Spiele? Also ich mag eben noch gerne, was mag ich noch gerne? Minecraft spielen wir auch gerne. Können wir auch ein paar Let's Plays machen. Ist auch ganz nett. Also ja. Und hier müssen wir leider einen kleinen Stopp machen, weil YouTube uns das nicht erlaubt, länger als 15 Minuten zu aufzunehmen. Also sehen wir uns dann in der zweiten Folge wieder, die wir dann wahrscheinlich entweder heute. Okay.